Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Attila mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow und den Mächtigen. Soeben, im letzten Part haben uns die Makedonen den Krieg erklärt. Wir sind übrigens in Ptolemais gelandet, haben das Ding eingenommen. Da steht jetzt auch momentan der Walter. Der ist jetzt halt nicht der integerste Mann, aber er kann ja trotzdem mal gerade die Stadt so als kleinen Außenposten für uns halten. Ihr seht hier unsere Flotte, macht eigentlich einen guten Eindruck. Wir könnten Prätonium angreifen. Prätonium ist relativ schwach, gar nicht so nett, würde ich mal vermuten. Ah, ne, da ist schon ein bisschen was dabei. Da ist schon ein bisschen was da. Da müssen wir mal gucken, was wir da machen. Wir schauen mal gerade hier drüben noch so ein bisschen rum. Armeen sehen wir jedenfalls mal noch keine. Wenn wir mit der Flotte hier raussegeln, dann wird das wieder ein bisschen für Unruhe sorgen. Dass die öffentliche Ordnung hier momentan so gut ist, liegt an der Flotte, die dort stationiert ist, und weniger an dem General Walter. Es besteht ja bei ihm auch die Wahrscheinlichkeit, dass er sich irgendwann verselbstständigt. Ich will ihm also jetzt nicht zu viele Truppen da mitgeben. Bei 45%, das ist doch gut. So kann es doch erstmal weitergehen. Raban muss ich irgendwann auch noch zu einem General machen. Und jetzt gucken wir uns erstmal so ein bisschen hier in Kydamus um. Denn hier vermute ich ja, dass sich hier irgendwo größere Armeen der Sassaniden verstecken könnten. Das tun sie momentan noch nicht. Das ist für mich die große Frage. Will ich dich wieder aufbauen? Oder machen wir es jetzt doch anders, weil wir gerade einen Krieg bekommen haben mit den Ostgoten, dass wir Nordafrika dann doch mal kurz wieder aufgeben? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ja. Wir versuchen uns jetzt hier Syrakus noch zu nehmen. Wir lassen uns da nicht auf irgendwelche Spielereien mit den Ostgoten ein. Oder es waren doch die Ostgoten und die Makedonen, die uns jetzt den Krieg erklärt haben, ne? Genau. Also sollten wir versuchen, dass wir die noch vernichten. Kriege ich vielleicht jetzt wieder mein Handelsabkommen mit den Gäten? Nö. Schade. Und sie finden mich wieder kacke. Okay. Ja. Also ansonsten sind wir ja mit fast allen Fraktionen im Krieg. Können uns das also erstmal schenken. Ist die Frage, bleiben wir hier stehen? Caesar Augusta ist eine Seuche. Hier ist immer noch eine Seuche. Hier ist auch immer noch die Seuche. Also sie geht irgendwie gar nicht weg. Obwohl wir eigentlich gute hygienische Bedingungen haben. Ich würde dann vorschlagen, dass du dich nach Emerita Augusta bewegst. Da steht es ein bisschen besser. In Toledo ist auch die Seuche. Okay. Schade, also irgendwie, die breitet sich weiter aus, obwohl wir eigentlich ganz gute hygienische Verhältnisse haben. Ja, was machen wir? Mit der Flotte könnten wir natürlich auch gegen Syrakus vorrücken. Wir können uns vielleicht auch um die Makedonen kümmern in Regio. Ja, ist vielleicht gar keine schlechte Idee, dort auch noch ein bisschen was zu machen. Jetzt sind wir hier öffentliche Ordnung minus 22. Wir nehmen uns noch ein paar Söldner mit. Die sind zwar teuer. Aber so ein bisschen was an Söldnern ist hier nicht schlecht.
ja, die Dinger hier reparieren und sowas, es lohnt sich nicht, steckt jetzt kein Geld rein, sonst revoltiert Ptolemais halt, aber dann ist es halt so. Ich trinke mal noch einen Schluck Kriegeskaffee, denn wir haben jetzt ja diese Situation, dass wir fast mit der gesamten Welt im Krieg sind, die es noch so gibt. Ostrom steht zwar noch nicht mehr im Krieg mit uns, aber die gibt's auch noch, ne? Also machen wir das, was wir typischerweise immer machen, versuchen wir den Krieg zu begrenzen. Und versuchen wir einfach nur die anderen Fraktionen auszuschalten. Ich glaube, das ist das vielversprechendste hier. Und das kann man halt darüber machen, indem man andere Städte niederbrennt und ähnliches. Also, da müssen wir uns, glaube ich, jetzt keine Sorgen machen. So, greifen die Afrigiden an. Nee. Hätte ich jetzt fast mit gerechnet. Interessant. Es gab dafür eine gegnerische Agentenaktivität hier unten. Okay. Da ist eine kleine Armee unterwegs. Ach, der ist jetzt lahmgelegt. Okay, ich kann ihn nicht bewegen. Schade. Ja, der Klaffo war das. Okay. Ist jetzt aber auf der anderen Seite auch kein unüberwindbares Problem. Wir gucken uns Kidamus noch etwas genauer an. Die Stadt scheint nicht befestigt zu sein. Dann können wir eigentlich weiter vorrücken. Ziehen hier ein bisschen weiter. So, und jetzt gucken wir uns mal ganz kurz Syrakus an. Was hat denn Syrakus für eine Garnison? Oh, das ist umfangreich. Das ist umfangreich. Das ist eine heftige Garnison. Wir können ja noch ein Stückchen hoch und dann vielleicht noch einen Blick bei Regium reinwerfen. Nee, Regium sehe ich noch nicht. Da muss ich dann noch ein bisschen näher ran. Ja, Regium ist schwächer garnisoniert, hat aber sehr gute Truppen halt da drin. Ich würde mal gerade einen Quicksave machen und mal gucken, ob ich das Ding da schaffen kann. Knappe Niederlage, das finde ich nicht so gut. Dann lassen wir das, vor allen Dingen, weil wir die ganzen Schiffe verlieren. Also ich glaube nicht, also wir würden da wahrscheinlich eine Niederlage erleiden, weil wir es nicht schaffen, die Stadt in der Zeit einzunehmen. Aber ich würde natürlich ansonsten halt hingehen und diese Stadt einfach zu Klump ballern. Und einfach nur versuchen, ich würde unter normalen Umständen dann, glaube ich, einfach nur versuchen, die Stadt platt zu schießen. Dann warten wir auf unsere Infanterieeinheiten und stressen uns da nicht großartig. Aha, wen haben wir denn da jetzt? Die Allverzehrenden vielleicht, oder der Allverzehrende. Ja, wir haben eine Armee in Tarako, also wir brauchen uns jetzt keine Angst zu machen. Lauf mal vielleicht auch erst hier hin. Dich muss ich aktivieren, den habe ich schon wieder vergessen. Hier ist keine Seuche in Cordoba, ne? Okay. Dann bleib doch mal da. Malakka ansonsten vielleicht. Hier unten ist auch keine Seuche. Dann geh doch schon mal nach Malakka. Es ist mir ein bisschen lieber, wenn er da in der Nähe von Karthago Nova ist. Ja, ich bin dann eigentlich ganz happy, dass die Ostgoten mir jetzt gerade den Krieg erklärt haben, denn, oder die Makedonen, denn wenn sie es vorher gemacht hätten, dann hätte ich wahrscheinlich wirklich noch den Versuch unternommen, Afrika zu kolonisieren und hätte da dann Probleme bekommen. Das wäre dann nicht so einfach gewesen, die zu halten. Aber sag mal, was ist das auch für eine Flotte? Das ist total witzlos. Es kann unmöglich sein, dass sie sich so weit bewegen können. Ich bräuchte für diese Strecke 3 Tage.
Also drei Runden, Entschuldigung. 25. Was hat der für Buffs? Public Order, Army Recruitment, Navy Recruitment, Morale. Integrity. 45% Campaign Movement. Das ist einfach nur witzlos. Es ist einfach nur witzlos. Es ist mir auch... Oh. Du hast einen Skill gekriegt, okay. Es ist mir auch unbegreiflich, mit welcher Motivation man sowas für eine Figur einführt. Also für eine KI-Armee. Was soll der Witz dahinter sein, dass man die Armeen nicht mehr erreichen kann, dass sie überall hin kann und einen dann irgendwo nervt? Also das finde ich... Ich weiß nicht, man müsste ja eigentlich schon davon ausgehen, dass der Spieler vor dem Hintergrund seiner eigenen Erfahrung versucht, das zu analysieren. So würde ich es ja auch machen. Dann finde ich einfach so ein Buff mit 45 Campaign-Movement, finde ich einfach schwachsinnig. Wobei es könnte noch sein, dass es ein zeitlich befristeter Modifikator ist, dass sie irgendeine Mission erfolgreich abgeschlossen haben und das dadurch bekommen. Aber das glaube ich eigentlich auch nicht wirklich. Also bitte, Creative Assembly, so was würde ich bitte abschaffen. 20% Modifikator finde ich noch in Ordnung. Aber 50%, also fast 50, 45, das ist einfach nur unglaublich viel. Und ich erinnere mich da noch an diese komische Römerarmee. Clotildes wurde geboren. Ich erinnere mich da noch an diese komische Römerarmee, die auch so einen krassen Buff hatte. Beweg dich mal schneller. Okay. Ich komme an Kidamus ran. Dann vernichten wir Kidamus jetzt auch. Ich mache das automatisch. Und als erstes plünderst du die Stadt bitte. Dann wirst du sie jetzt bitte vernichten. Lauf du mal hier unten lang. Ich will sehen, was hier unten noch kommen könnte. Ja, also so viel Zerstörung und Verwüstung wie möglich, das ist genau mein Ding. Also das finde ich, das hat sich bisher als sehr, sehr hilfreich erwiesen. Da hat sich noch nichts groß getan. Deswegen ziehst du dich jetzt bitte zurück. Du stattdessen... hier unten diese Flotte beschützen. Du wirst hier unten diese Flotte beschützen. So, hätte ihm aus irgendeinem Grund, obwohl man das vorher anders gesehen hat, aber genau ein Bewegungspunkt gefehlt. Ne? Ihr seht, wie mickrig diese Kreise hier sind. Tja, warum das so ist, ich weiß es nicht. Es ist bei dem allerdings auch so. Naja. Ich komme nicht ran, dann bleib da. Er soll ruhig halt versuchen zu landen, der wird sein blaues Wunder erleben. In Tarako geht es jetzt langsam wieder mit der öffentlichen Ordnung aufwärts. Mal noch so ein bisschen rumgucken. Hier plus 6. Oh mein Gott, ist das schlecht. Da ist noch immer der Uncertainty-Modifikator drin. Der ist halt hier raus, ne? Ready for battle. Ne, ich bleib genau bei der Aufstellung an Truppen. Ich will es ihm auch nicht zu schwer machen, Ptolemais einzunehmen. Sollen wir den Olivenhain hier bauen? Das ist echt witzig. Das können wir machen. Mach mal. Bau mal. Ansonsten ist es halt weg, macht auch nichts. Ne, keine 20.000 Grün, vergiss es. Viel zu teuer. Er kann sich jetzt wieder bewegen, das ist doch gut.
Dann lern doch mal hier ein bisschen was dazu. Wir beenden die Runde. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich muss gleich nochmal so ein bisschen nach... Nee, nach der Diplomatie gucke ich nicht mehr. Ich schreibe Diplomatie jetzt, glaube ich, ab. Also wenn jetzt irgendjemand den Handelsvertrag kündigt oder irgendwie sowas, dann lassen wir das einfach. Vielleicht kann ich die Ostgoten noch rauskaufen aus dem Krieg. Das ist noch eine Möglichkeit. Das müssten wir halt mal gucken. Okay, es gibt eine Staatsangelegenheit, der Helmold. Was will er denn? Der Helmold. Ein Söldnerhäuptling. Er will eine Audienz, bietet uns ein Schwert. Okay, nehmen wir das mal an, von mir aus. Ich möchte hier nur ungern über den Landweg. So wäre mir lieber, genau. Lauf mal hier hin. Das finde ich doch ganz hervorragend. Du hast ein Level bekommen. Das ist gut. Ich möchte dich gerne auch zum Mörder machen. Jetzt aber versuchen hier den Burschen da wegzuplätten, aber bleib mal noch da stehen. Das ist nicht so dramatisch. Wo haben wir die Ostgoten? Die sind doch hier. I am sure you have many pleasantries for me, but please don't bother. Talk of meat, not honey. Ja, die würden das auch annehmen. Dann machen wir das auch. Ich bin eigentlich ganz happy, wenn ich die draußen habe. 21.000? Haut's hin? Gut. Wir machen es hier Roman-Style. Wir erkaufen uns einfach Frieden. Ja, lass die Flotte da oben rumgammeln. Du kommst nach Regium. Du nicht. Dann geh in die Flotte rein. Und wir segeln hier hoch. So. Grübel, grübel. Was macht man noch? Was macht man noch? Was macht man noch? Plus 3 Staatsreligion, Einfluss, minus 15 Gebäudekonstruktion, wenn ich den Skulpteur baue. Das andere ist halt mehr so ein Industriegebäude, ne? Puh. Oh, Mädels, ich weiß es gerade nicht. Warum habe ich das Ding eigentlich nicht weiter ausgebaut? Fünf von allen Gebäuden. Plus 40 Nahrung, das ist eigentlich ganz gut, ne? Baue ich. So. Ja, bleib mal da noch stehen. Es ist witzig, dass hier die... dass hier der Typ Ptolemais ist immer noch so hervorragend verteidigt. Aber dann soll das von mir aus so sein. Ja. Gott.
Gott, das dauert so ewig, bis er mal da drüben ist. Ja, Klaffo bleibt da stehen. Leuders bleibt da stehen. Ihr seid ja alle soweit klar. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ja. Ach, wir machen so viel Geld, obwohl wir momentan den Modifikator bei den Militäreinheiten gar nicht mehr drin haben. Hier ist auch Nahrungsmittelknappheit. WTF. Minus 4, dann langt ja auch wieder ein einfacher Ausbau. Okay, ich mach's hier. Hier habe ich das ausgebaut, ne? Okay. Ja, schön. Dann gucken wir einfach nur, dass wir die Nahrungsmittelknappheit in den Provinzen überwinden. Dann reicht das ja eigentlich schon mal. Also insgesamt haben wir genügend Nahrung, aber ich finde es halt echt schade, dass das immer so, dass man halt immer noch dieses Problem hat, dass wenn jetzt eine Provinz eine Nahrungsmittelknappheit hat, dass man da trotzdem immer noch negativ Modifikatoren drauf bekommt. Also was mir lieber wäre, wenn man es so ein bisschen hätte machen können, wie bei Mass of Rhine oder so, dass die Sachen, ne, also das könnten Mass of Rhine 2 meine ich jetzt, dass man halt Transporter bauen muss, also Transportschiffe, ne, die dann halt da die Fracht regeln. Und dann wäre es nämlich auch interessanter wieder mit der Piraterie, dann könnte man halt die Nahrungsmittelversorgung überfallen und sowas fände ich dann halt ganz gut. Ne? Also, dass man dann halt auch seine eigene Nahrungsversorgung so sichern muss. Das fände ich ganz sinnvoll. Dann würden, also es würde mich natürlich dann wahrscheinlich mega nerven, wenn ich das dann wieder spielen würde. Aber ich fände das ganz cool eigentlich. Es wäre ein bisschen besser. Würde das Spiel ein bisschen interessanter machen. Und wir bekommen jetzt... Der Mercenary Pool erhöht sich schneller. Das ist doch gut. Jetzt nur interessant zu wissen, für wen das dann alles gilt. Ob das dann auch für die KI gilt. Ich würde es fast vermuten. Alles klar. So. Beweg dich dahin. Ja, stell du dich mal hier auf. So, und dann müssen wir mal gleich gucken, ob wir noch Regium angreifen. Das mache ich jetzt nicht mehr. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, bis dahin. Pax Vobiscum, Valete.